Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen, ja, im Abschluss meiner Urlaubswoche, die ich sehr, sehr genossen habe. Und neben Büchern, Hangouts, Serie und Filmen gibt es auch noch ein bisschen anderes zu erzählen. Nein, ich glaube, es war im Groben so alles, was diese Woche irgendwie interessant gemacht hat, schön gemacht hat, entspannt gemacht hat. Und ich denke, ja, der Winter ist da. Gestern, also Freitag, Sturmtief Egon, was mich schon Donnerstagabend nachts extrem gestresst hat. Ich hatte alle 10 Minuten gefühlt die Sorge, dass mein Haus davon schwebt. Das war wirklich unglaublich stürmisch bei uns und wir haben ja ein freistehendes Haus. Man hatte ständig das Gefühl, der Sturm holt Luft und irgendwann fliegen wir davon. Meine Hoffnung war dann nur, dass wir an den sonnigen Ort gelangen mit unserem Haus, wenn er uns schon davon trägt. Ist so ein bisschen wie bei Oz. Nach wie vor, heute ist bei mir Samstag, Vormittag oder Mittag mittlerweile. Es ist immer noch unglaublich chaotisch da draußen. Also Schnee und Sturm und Glätte und drumherum und gerade auf den Landstraßen ist irgendwie die Hölle gefühlt los mit Bäumen, die auf der Straße liegen, Zügen, die gegen Bäume fahren, LKW, die alles zum Stocken bringen. Also ich bin wirklich froh, dass ich nicht irgendwo hin muss. Ich meine, wenn man muss, kann man es manchmal ja auch nicht ändern. Aber dass man einfach sich dieser Gefahr nicht aussetzen muss, um da raus zu müssen. Also Egon ist, hat bei uns komplett wirklich zugeschlagen. Bei uns sind alle möglichen Pflanzenkübel auf der Terrasse umgefallen, Boxen, die relativ voll waren, halb davon geflogen. Also echt Horror. Also für mich ist das echt Horror. Ich bin kein Freund von Naturgewalten und ich mag auch keinen Schnee, wie ich auch kein Gewitter mag. Aber ändern können wir es nicht. Deswegen wird dann der Kamin angemacht und es wird sich zu Hause hingekuschelt. Ich bekomme ein bisschen Besuch heute Nachmittag, aber mehr passiert dann auch nicht. Zum Glück kommt der Besuch zu mir und ich muss nirgendwo hin. Was gab es für Bücher in dieser Woche, um mal auf schöne Themen dieser Woche zu kommen? Ja, ich habe insgesamt 3 Bücher gelesen, plus in einem Buch, das wir gemeinsam in einer Lesegruppe lesen, da auch ganz schön viel geschafft. Und zwar begonnen hat die Woche mit den New York Diaries von Cary Price alias Adriana Popescu samt Katze auf den Beinen. Der zweite Teil der Reihe ist da und das ist Sarah. Hier geht es also um die Protagonistin im Knights Building und ich habe ja schon Claire von Ellie Taylor alias Anne Freitag sehr, sehr gerne gelesen und war sehr gespannt, was Adriana da zaubern wird. Dann ging es weiter mit Bob der Streuner von James Bowen. Dazu gab es am Freitag auch ein am Donnerstag ein Buchreview-Video mit einem kleinen Gewinnspiel. Dazu dann natürlich auch mehr. Und dann ein Buch, das ich irgendwie total vergessen habe. Und es tut mir auch echt unglaublich leid, weil es ein Rezensionsexemplar von der lieben Juliane Maybach ist und mir das so bei meiner Sub-Liste über den Weg lief. Und ich dachte, oh Gott, das hast du komplett vergessen. Und zwar den zweiten Teil Himmelschwarz aus der Seelenlos-Reihe. Der ist, glaube ich, schon im September bei mir eingezogen. Und irgendwie, ja, ist er mir durch die Lappen gegangen. Fragt nicht, wie das passieren konnte. Ich habe mich auch total gewundert und mich dann geärgert, weil mittlerweile gibt es schon den dritten und ich glaube, der vierte ist in Mache und ich hinke so nach. Unglaublich. Also, wer sich jetzt Gedanken macht, ich habe das mit Juliane natürlich geklärt. Habe ihr das dann auch geschrieben und manchmal passieren solche Dinge. Na, wir sind auch alles nur Menschen, dementsprechend habe ich mich dann diese Woche auf dieses Buch gefreut. Und dann haben wir, ja, ich glaube ein bisschen was mehr als die Hälfte, sind wir jetzt bei Terror von Dan Simmons. Das ist ja ein Buch, mit dem uns Thorsten alle angefixt hat. Und wir das jetzt in der wunderbaren Lesegruppe auf Facebook auch lesen. Und wir sind hier wirklich schon, wie man sieht, relativ weit. Und ich habe zwischendrin immer mal ein bisschen nachgehinkt, weil einfach manchmal so das Leben dazwischen kam. Und habe aber komplett aufgeholt. Also ich habe heute noch den heutigen Leseabschnitt vor mir. Ich meine, es ist auch erst Mittag. Aber sonst habe ich wirklich aufgeholt und dazu dann mehr. Dann serientechnisch, filmtechnisch, zeitschriftentechnisch liegt noch ein bisschen was hier. Habe ich mir Notizen gemacht. Aber ich glaube, wir starten jetzt einfach mal mit den Büchern der Woche.
Und beginnen mit den New York Diaries, dem zweiten Teil dieser Reihe mit einem wunderschönen Cover, wie ich finde. Also ich mag das Schwarz gern, das Pink gerne und eine wunderschöne Klappbroschur, wo man nochmal so eine Skyline hat mit der Playlist, die es auch auf Spotify gibt. Ich habe die von Claire schon entdeckt und viel gehört und ich werde mir jetzt auch noch die von Sarah zulegen, weil ich glaube, dass auch Adriane einen wunderbaren Musikgeschmack hat. Und Buch, jetzt habe ich mich hier verdaddelt. So, ja. Ja, das Buch ist nicht von Adriana Popescu, sondern von ihrem amerikanischen Pendant sozusagen, Carrie Price. Ist jetzt erschienen am 10. Januar diesen Jahres und kostet broschiert und auch als E-Book 9,99 Euro, hat 352 Seiten und ist im Knauer Taschenbuchverlag erschienen. Ja, das Buch, wieso habe ich es lesen wollen? Ja, es ist natürlich ein Buch von Adriana und ich bin ja seit letztem Jahr, wahrscheinlich gefühlt sogar direkt ein Jahr, ein Fan von den Büchern von Adriana und habe auch die Claire, ja, die Claire-Folge sozusagen aus dem Knights Building, aus den New York Diaries sehr, sehr gemocht. Die ist ja von Anne Freitag und es sind ja 4 Bände geplant. Ja, die sind auch hier drin und 2 Folgen noch. Einer von Anne Freitag und einer dann eben noch von Adriana und es ist, das möchte ich gleich mal vorneweg geben, kein New Adult. Auch wenn Carrie Price und Ellie Taylor mit ihrer Make It Count Reihe, glaube ich, New Adult geschrieben haben, ich habe die Reihe nicht gelesen, weil sie eben diesen Ruf hat, das ist, auch wenn es vielleicht irgendwie durch das schwarze Cover so anmuten lässt, hat nichts mit New Adult zu tun. Also es ist ein bisschen flirty, aber in keinster Weise, denke ich, erotisch, wie man sich das von New Adult vielleicht vorstellt, ist auch nicht vergleichbar mit Wait For You. Nein, Sarah New York Diaries ist einfach der Knaller. Ein unglaublich gelungenes Buch, was an der tollen Protagonistin zum einen liegt, denn Sarah ist eine junge Frau, Ende 30, wohnt eben in New York im Knights Building und ist große Musikliebhaberin und hat einen Musikblog und versucht mit diesen eben so ihren Song des Lebens zu finden oder die Songs, die das Leben schreiben, die gefühlt... die gefühlt einfach dafür da sind, dass man sich als Zuhörer gut fühlt, dass man sich umarmt fühlt und dass man das Leben spürt. Und Sarah trifft bei einer Veranstaltung, wo sie als Kellnerin unterwegs ist, auf einen Kellnerkollegen, auf Charlie und ist da bei einer großen Plattenfirma eingeladen und erhält die Chance, bei dieser Plattenfirma dann zu arbeiten. Dennoch hat sie einen Musiker kennengelernt, Will, und auch für ihn schlägt ihr Herz ein bisschen höher. Und wie sich das dann so in New York darstellt, das müsst ihr einfach selbst lesen und es ist eine unglaublich schöne Geschichte. Wer mich kennt, weiß, ich bin kein Fan von Dreier-Liebesgeschichten, aber, und hier kommt wirklich das große Aber, Adriana schafft es hier, etwas ganz Besonderes zwischen diesen Charakteren zu erschaffen und auch Sarah absolut glaubwürdig darzustellen. Es ist kein typisches Hin und Her wie in Jugendbüchern, sondern man merkt einfach, dass wir hier erwachsene Protagonisten haben, die eben auch mit allen ihren Beinen im Leben stehen, dass die einfach wissen, wie das Leben funktioniert, dass die eben auch schon Höhen und Tiefen hatten im Leben und dass auch manchmal der Kopf recht hat und nicht das Herz oder umgekehrt, je nachdem, ne, wie der Mensch eben tickt. Und ich finde, das ist unglaublich gelungen. Ich bin ein absoluter Fan von Sarah. Ich fand, ihre Entscheidungen nachzuvollziehen waren, konnte ich wirklich gut. Was war das jetzt für ein Deutsch? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich mochte einfach, wie sie durch ihr Leben gegangen ist, ihre Liebe zur Musik. Ich habe mich da so oft wiedererkannt in den Songs, die Adriana eingepickt hat. Jede Kapitelüberschrift trägt einen Song. Titel und irgendwie hat man das Gefühl, dieser Song umgibt einen dieses ganze Kapitel und das ist einfach großartig. Es gibt wunderbare Gedanken in diesem Buch und es ist einfach diese Liebe zur Musik, diese Liebe zu New York City und man hat sich hier wirklich auch gefühlt wie in New York City. Es war ein tolles Feeling, es war
Einfach toll. Also ich habe mich wirklich, ich habe das in zwei Rutschen sozusagen durchgelesen. Ich habe mich in diesem Buch zu Hause gefühlt, angekommen gefühlt und wirklich wohl gefühlt. Und ich glaube, es lag zum einen eben einfach an den wunderbaren Lesemomenten, die es in diesem Buch gibt und eben auch an dieser tollen Atmosphäre. Die ist witzig, die ist charmant, die ist flirty, aber eben auch einfach, ja, auf dem Boden geblieben und einfach so echt hat es sich angefühlt. Man hatte einfach den Eindruck, man ist selbst ein Mitbewohner im Knights Building und bekommt die Geschichte von Sarah von ihr selbst erzählt und ist selbst hin und her gerissen und man spürt einfach auch die Leidenschaft für Musik. Und ich mag schon allein die Widmung, fand ich klasse, für alle, die ihre Lieblingssongs zu laut mitsingen. Und da gehöre ich definitiv dazu. Ein großartiges Buch, ein absolutes Highlight und damit schon das zweite Highlight in diesem Monat und dabei ist das Jahr ja auch noch so jung, aber es hat mich einfach wirklich umgehauen und ich freue mich jetzt auf Zoe und Phoebe und bin einfach mega gespannt, wie die New York Diaries Reihe so weitergeht. Man kann die komplett unabhängig voneinander lesen, also ihr müsst nicht erst Claire lesen, um Sarah zu lesen oder umgedreht, sondern es ist eben eine Reihe, eine Serie, die eben in New York spielt, die in diesem Knights Building spielt und dann sind eben unsere vier Protagonistinnen sozusagen immer Hauptdarsteller in der Reihe, haben ihre eigene Geschichte, aber manchmal begegnen sich die vier sozusagen ein bisschen, also auch in diesem Buch ist Claire schon aufgetaucht und ich bin gespannt, wie sich das bei den anderen beiden dann noch zeigen wird. Man kann es aber wirklich komplett getrennt lesen. Es ist keine Vorgeschichte oder sonstiges, die Bände. Also es sind nicht eine Reihe, die sich fortsetzt, sondern eine Serie, glaube ich, so nennt man es dann. Und ja, absolute Leseempfehlung und ich bin wirklich total begeistert. Und das ist wirklich auch ein Buch, was für mich nach einem Reread schreit, um einfach diese Gefühle immer wieder aufleben zu lassen und ja, wirklich großes, großes Bücherkino. Dann geht es weiter mit Bob, der Streuner von James Bowen. Ein Buch, das jetzt im Grunde in dieser neuen Kinoversion herausgekommen ist, weil ja das Buch in die Kinos kommt. Und zwar Kinostart am 12.01. diesen Jahres. Und ich habe das in Zusammenhang mit einer Kooperation erhalten und auch sehr genossen das Lesen, freue mich auch auf den Film. Ich habe dazu eine Buchreview am Donnerstag hochgeladen, zusammen mit einem Gewinnspiel. Ich packe euch das Video natürlich mal in die Infobox. Ja, Bob der Streuner, manchmal braucht es neun Leben, um eins zu retten. Und zwar ist das im Grunde die Lebensgeschichte von James Bowen. Das ist im Grunde eine Art Biografie. Und ja, das Taschenbuch ist ursprünglich im Mai 2013 erschienen, kostet 8,99. Ich glaube, das E-Book 6,99, wenn ich mich nicht irre. Und hat 256 Seiten und ist im Bastei Lübbe Verlag erschienen. Meine Katze macht gerade Unfug. Ja, das ist weit draußen, sind Schneeflocken. Und ich glaube, sie versteht noch nicht, dass die hier nicht rein können. Sie wehrt sich gerade an der Scheibe dagegen. Na, es ist lustig anzugucken, aber ihr seht es ja leider nicht. Ja, ich habe schon lange, lange, lange dieses Buch auf der Wunschliste und habe mir dann spätestens, als ich mitbekommen habe, dass das Buch in den Kinos läuft, gedacht, jetzt musst du es endlich lesen, bevor du ins Kino gehst. Und ja, dann hat sich eben die Kooperation mit Concord Filmverleih ergeben und ich war total happy, dass ich dieses Buch dann zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ja, James Bowen lebt in London, hatte eine ziemlich schlimme Kindheit, Jugendlichkeit und ist schnell ja, bei Drogen, Alkohol und auf der Straße gelandet und ja, ist jetzt so ein bisschen in, ja, geht sein Leben jetzt in eine richtige Richtung. Er hat eine Wohnung, er versucht das so ein bisschen mit Jobben und Straßenmusik zu überleben und trifft eines Tages auf Bob. Und ja, Bob ist ein rothaariger Kater und beide scheinen ja, seelenverwandt zu sein und beide scheinen sich gegenseitig zu brauchen, um ja, sich im Grunde zu retten. Denn Bob ist ziemlich abgemagert und auch kränklich und hat so ein paar Probleme mit den Beinen, als James ihn findet und James tut alles, damit es Bob wieder gut geht und will ihn dann eigentlich wieder auf die Straße setzen, aber ja. Die Liebe ist einfach zu groß. Und so nimmt James Bowen Bob dann eben mit auf die Straße und da erleben sie so einiges. Und das Leben von beiden verändert sich schlagartig. Und ja, James Bowen sagt auch so schön, dass Bob ihm eben auch das Leben gerettet hat. Denn ohne ihn wäre er ja vielleicht nicht so geworden, wie er jetzt ist. Und wäre vielleicht noch tiefer in den Abgrund gekommen, als er eh schon war. Und es ist eben etwas Besonderes, wenn man
so ein bisschen Verantwortung für so ein kleines Kerlchen übernehmen muss. Es ist ja eine Biografie, dementsprechend kann man natürlich über die Geschichte in dem Sinne gar nicht so urteilen, weil das Leben ist eben einfach so und da kann man nicht sagen, Gott, was ist dem denn passiert? Was denkt er sich denn aus? Es ist halt sein Leben. Mir hat die Geschichte sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte diese Zuneigung zum Kater unglaublich gerne. Ich selbst habe ja auch Katzen und weiß genau, wie James sich gefühlt hat, wenn die Katze vorm Futter sitzt und gerade noch Hunger hatte, dich angebettelt hat 5 Minuten und dann stellst du ihr ja scheinbar Gift vor die Nase, dass sie ignoriert und einfach davonläuft, um dich 5 Minuten später wieder zu nerven. Ja, ich habe das sehr gut verstanden und auch einfach diese tolle Liebe, die James rüberbringt, die er erzählt, fand ich unglaublich gelungen, konnte ich einfach absolut nachvollziehen. Es ist aber nicht einfach nur eine Katzengeschichte oder eine Liebesgeschichte zu Katzen und besonders zu Bob. Ich finde, jeder kann diese Geschichte lesen, der irgendwie ein bisschen Herz hat und einfach so ein bisschen nachvollziehen kann, wie es ist, ein Tier zu lieben, egal ob Katze, Maus, Ratte, Hund, Pferd. Egal, wer das irgendwie nachvollziehen kann, wer sich da zu Hause fühlt und der kann das lesen. Und es ist natürlich auch einfach eine Lebensgeschichte mit vielen Tiefen und auch so mancher Höhe und ja, manchmal schon sehr tragisch, was man da liest. Ich muss gestehen, Bob gefällt mir unglaublich gut. Ich mochte diese Atmosphäre in diesem Buch. Ich mochte, was James uns zu erzählen hat. Mir war es manchmal einen Hauch zu oberflächlich. Ich hätte mir gewünscht, dass James Bone ein bisschen mehr bei manchen Themen in die Tiefe geht. Aber es ist halt seine Biografie, es ist sein Leben. Ich finde, da steht es mir gar nicht zu meckern. An mancher Stelle hätte ich mir einfach nur mehr Details gewünscht. Das wäre so der einzige Kritikpunkt, den ich habe, dass ich manchmal einfach wirklich fand, Mensch, und, ich will mehr wissen. Und vielleicht bin ich auch zu neugierig. Aber ja, in der Filmausgabe sind auch wunderschöne Ausschnitte vom Film enthalten. Ich weiß gar nicht, ob James da tatsächlich so auftaucht oder ob das alles so ein bisschen der Schauspieler ist. Guckt euch auch einfach mal meine Buchreview vom Donnerstag an und wie gesagt, da gibt es auch 2 tolle Pakete zu gewinnen und guckt da einfach mal vorbei. Also ich finde, es ist eine absolute Buchempfehlung. Ich freue mich jetzt auf den Film, der hoffentlich bald bei uns in den Kinos läuft. Noch steht er nicht im Programm, finde ich total grässlich, aber wir sind halt in der kleinen Stadt, da ist es nicht immer so. Kann ich absolut empfehlen. Und wie gesagt, eben nicht nur Menschen, die Tiere, Katzen lieben, sondern im Grunde jeder, der so ein bisschen Herz hat. Und fand ich wirklich schön und gelungen. Und dann geht es auch schon weiter mit dem zweiten Teil der Seelenlos-Reihe Himmelschwarz von Juliane Maybach. Ist letztes Jahr im Mai, glaube ich, erschienen. Ja. Und hat 272 Seiten und Juliane Maybach ist ja eine Self-Publisherin. Es ist die 3. Reihe, die ich von ihr lese. Begonnen hat es mit der 5-teiligen Nekare-Reihe. Dann kam die Midnight-Eyes-Reihe und jetzt die Seelenlos-Reihe. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe es irgendwie total vergessen, dass der 2. Teil bei mir schon angekommen ist. Ich, irgendwie manchmal hat man zu viele Bücher im Kopf. Mir ist das wirklich, es tut mir auch unglaublich leid, liebe Juliane, wenn du das siehst. Ich habe es dir schon geschrieben, echt sorry dafür. Das ist normal nicht meine Art und es tut mir echt leid, aber irgendwie fragt mich nicht, ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Als Taschenbuch bekommt man das Buch für 9,90 € und als E-Book bei Amazon für 3,99 €. Und allein dieses Cover ist natürlich super schön, passt wieder perfekt zum ersten. Ich weiß nicht, glaube ich, seht ihr nicht. Der ist ja, mal das Lesezeichen rausnehmen, der ist ja grün gewesen und ich glaube, der 3., der jetzt rausgekommen ist, ist in so Silber gehalten. Also so in Weiß, Silber, Grau, Schwarz, auch sehr, sehr schön. Also covertechnisch hat Juliane da auf jeden Fall immer ein gutes Händchen für. Und ja, um was geht es in der Seelenlos-Reihe? Natürlich schlecht, jetzt was über den 2. Teil zu erzählen, aber ich habe mir nochmal die wunderbare Legende herausgepickt und herausgeschrieben, die sich in und um Seelenlos sozusagen rankt. Und zwar, einer Legende nach streifen die Anmagras der toten Nephim durch die Welt, immer auf der Suche nach einer schwangeren Frau. Sie dringen in die Körper der Ungeborenen ein, töten sie und übernehmen ihren Leib. Wie ein Parasit wachsen sie dann in der Frau heran, die nichts davon ahnt, dass ihr eigenes Kind längst nicht mehr am Leben ist, sondern von diesem grausamen Geschöpf umgebracht wurde. In diesen Kindern ist von Geburt an nichts
Gutes zu finden. Ja, wir begleiten die junge Gwen, die, glaube ich, so Anfang 20 war. Also wir sind hier auch schon ein bisschen älter als im typischen Jugendbuchbereich, was ich schon im ersten Tag grandios fand. Und Gwen ist Entwicklerin, beschäftigt sich mit Programmen und Apps und ist sehr selbstständig, sehr eigenständig, hat Eltern, die irgendwie ständig unterwegs sind. Aber ja, sie lebt eigentlich ein normales Leben. Und bekommt dann von ihrem Großvater einen Taschenspiegel geschenkt oder vererbt, glaube ich. Und ja, sie merkt recht schnell, mit diesem Taschenspiegel passiert etwas Mysteriöses, denn dieser bringt sie in eine andere Welt. Und in dieser anderen Welt trifft sie im ersten Teil auf Tares, der feststellt, ja, da ist jemand ja, bei ihm in der Welt gelandet. Und er möchte unbedingt das Glutamulett finden. Und Gwen hat die Gabe, die einzelnen Teile dieses Amuletts zu finden, zu erspüren. Und wer das Glutamulett findet, ja, bekommt seinen sehnlichsten Wunsch erfüllt. Und so haben sich beide im ersten Teil schon auf den Weg gemacht, um diese Glutamulette zu finden und haben allerlei gefährliche Situationen meistern müssen. Und ja, wir sind in einer fremden Welt, die wieder unglaublich kreativ ist, die ich unglaublich toll fand. Und ich finde einfach, Juliane hat es jetzt auch zum dritten Mal geschafft, eine Welt zu erschaffen, die so groß ist, so komplex ist, so fantasievoll ist, dass man wirklich den Eindruck hat, man läuft mit dem Protagonisten mit. Das fand ich schon in Nekare unglaublich gelungen und auch in der Midnight Eyes Reihe hat mir das gut gefallen. Und auch bei Seelenlos laufe ich mit dem Protagonisten unglaublich gerne mit und bin einfach mega gespannt, was ja, in der Geschichte passiert. Der zweite Teil schließt ziemlich an den ersten an. Ich hatte mir vom ersten nochmal eine eigene Rezension angeguckt und auch so ein paar andere gelesen und dachte, ah, okay, habe auch im ersten Teil nochmal so kurz die letzten 10 Seiten gelesen und man kommt unglaublich gut wieder rein. Ich hatte ja schon fast befürchtet, dass es jetzt zu lange her ist, dass ich den ersten Teil gelesen habe. Durch die leichte Einführung, die noch so ein bisschen rückblickend ist, kommt man aber wirklich sehr, sehr gut in den zweiten Teil rein, was ich immer wichtig finde und was für mich auch immer für einen Fortsetzungsband spricht, wenn man einfach leicht wieder hineinfindet, auch wenn der erste Teil eben schon eine Weile zurückliegt. Klappt ja nicht bei allen Fortsetzungsbüchern, man tut sich ja dann tatsächlich manchmal schwer, aber hier hat es Juliane wirklich gut gemacht. Und wir reisen im Grunde weiter. Ich möchte ja gar nicht so viel zum zweiten Teil verraten, weil man sonst viel vom ersten natürlich gespoilert wird. Wir haben hier, nein, wir treffen hier noch auf ein paar andere Leute, die jetzt mit uns mitlaufen und wir müssen hier natürlich auch wieder ein bisschen die Welt gefühlt retten. Wir müssen eine fremde Welt durchkreuzen und wir hoffen natürlich, dass wir durch diese fremde Welt heile durchkommen. Was eine große Stärke dieser Reihe ist, ist, dass man eine ganz, ganz tolle Charakterentwicklung hat. Ich finde, man spürt von Gwen und Tares und auch den anderen, die dann noch mit dabei sind, wirklich, wie sie erwachsener werden, wie sie reifer werden, wie sie an ihren Aufgaben wachsen und wie sie einfach charakterlich gestärkt werden und einfach immer mutiger sind, stärker sind und einfach auch, ja, eigentlich echter sind, als man das vielleicht aus manchen ja, Urban Fantasy Büchern kennt, aber man wird so den Eindruck hat, es sind einfach normale Menschen wie ihr und ich und aber eben doch mit dieser Besonderheit und das mag ich an dieser Reihe unglaublich gerne. So diese Aura, die hier umgeben wird, die man einfach so spürt, die diese ganze Geschichte mit ihrer fantasievollen Welt, mit den Geschöpfen, die geschaffen wurden und man kennt ja schon so ein bisschen die böse Seite, aber es ist natürlich nicht immer nur gut und böse und ich finde wirklich, die Charaktere sind unglaublich toll geschaffen und eben auch diese Welt, in der wir uns bewegen, finde ich großartig. Ich finde das wirklich fantasievoll und man kann es direkt vor Augen sehen. Also Juliane Maybach hat auch einen Schreibstil, wo man einfach mitgeht, wo man mitgerissen wird, wo man begeistert wird und wo man einfach den Eindruck hat, man kennt diese Welt. Also es ist auch eine Welt, die ich vor Augen habe, die mich in den Schlaf, in den Traum verfolgt und ich dann eben auch diese Welt vor mir sehe. Und das finde ich immer ist großes Kino. Was ich tatsächlich ein bisschen schade und merkwürdig fand, weiß nicht, in der Geschichte selbst hat es mich manchmal so ein bisschen verwundert, ist, dass ja Gwen Familie hat und auch Freunde und sie gerade im zweiten Band doch sehr viel in der anderen Welt ist, immer mal nur zurück in ihre Welt springt, um mal kurz eine SMS zu schreiben
oder Freunde anzurufen. Und ich denke mir so, warum vermisst die niemand? Ich weiß nicht, ob das Absicht ist, ob es dazu irgendwann mal eine Aufklärung gibt. Vielleicht, dass wenn man in der anderen Welt ist, dass sich dann irgendwie die Zeit irgendwie anhält oder langsamer vonstatten geht. Das finde ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig, wo ich denke, da habe ich mich manchmal gewundert, dass sie keiner sucht. Weil selbst wenn die Eltern viel beschäftigt sind, irgendwie wollen die doch auch was von ihrer Tochter hören. Also das ist so der Punkt, wo ich immer so denke, das kommt mir immer so ein bisschen merkwürdig vor. Aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Alles in allem ein toller zweiter Band, der wirklich noch packender, spannender und fantasievoller ist als der erste. Und ich freue mich wirklich sehr, dass der dritte schon da ist und ich den dann auf jeden Fall in den nächsten Wochen lesen möchte und mich dann auch auf den vierten Band freue. Und dann eben diese Schätze wirklich so wunderschön auch im Regal stehen zu haben. Wirklich schön. Also das Cover, ja, wenn man jetzt die Geschichte kennt, denkt man sich, das Cover passt einfach wie die Faust aufs Auge. Also großartig und Juliane Maybach hat hier wirklich wieder ein ganz, ganz tolles Buch geschaffen und ich mag wirklich, ja, diese Welten, die sie erschafft, das ist wirklich großes, großes Kino und macht sie wirklich unglaublich gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch der Woche, an dem ich auch nur eine Woche lesen werde. Und zwar Terror von Dan Simmons. Das lesen wir ja in der Leserunde auf Facebook, sind einige dabei. Erschienen ist das Buch 2008 im Heine Verlag. Man bekommt es als Taschenbuch für 11 Euro oder auch gebraucht günstiger. Ich meine, glaube, meine hat 3,49 gekostet. Hat 992 Seiten und man sieht wirklich, es ist ein absoluter Wälzer. Und wir sind gut bei der Hälfte, ein bisschen was mehr angekommen. Es sind jetzt, glaube ich, noch 9 Abschnitte, wenn ich mich nicht irre. Also bis nächsten Samstag, glaube ich, oder Freitag lesen wir noch. Und es ist eine Geschichte, sie spielt um 1845, da hat die Geschichte zumindest begonnen. Und wir haben hier eben zwei Schiffe, die Terror und die Erebus, die zusammen mit ihrer Mannschaft die Nordwestpassage in der Arktis im Grunde erforschen möchte. Es ist eine Expeditionsreise mit zwei sehr, sehr großen Schiffen. Ich glaube, da ist jetzt gar kein großes Bild, aber man kann die Terror und auch die Erebus einfach mal bei Wikipedia suchen, weil die beiden Schiffe und diese Expedition und auch einige der Charaktere, von denen wir hier lesen, gab es tatsächlich. Wir verfolgen hier verschiedenste Menschen. Wir erfahren immer zu Beginn des Kapitels, wer wir sind, wann wir sind, auch zum Teil, wo wir sind. Es gab anfangs einige Rückblenden, wo wir ein bisschen so gesehen haben, wo kamen die Leute her, die wir verfolgen, wie war so das Zeitgefühl der Menschen 1845, wie haben die Menschen getickt, so à la Titel waren alles, umso mehr Sterne jemand hat, umso idiotischer darf er sich benehmen und wir begleiten jetzt eben die Charaktere auf der Terror bzw. auf der Erebus, die ja direkt daneben irgendwie liegt, ich glaube, also ein paar Meilen sind sie schon entfernt voneinander. Ja, und sie wollten eben eigentlich die Nordwestpassage bereisen, durchreisen, stecken aber lange Zeit im Schnee fest. Und vermutet war die Expedition, glaube ich, für 3 Jahre. Und eigentlich, dass man, glaube ich, im zweiten Sommer dann wieder durchkommt durch das Packeis. Aber so richtig, kommen diese beiden Schiffe eben nicht durch. Und Dan Simmons schafft es, diese historischen Fakten, die es um die Terror und die Erebus gibt, in eine unglaublich düstere, kalte, gruselige, dunkle Geschichte zu packen. Es gibt ja einiges, was eben geschichtlich belegt ist, was historisch bekannt ist. Man weiß aber natürlich nicht, wie die Leute sich auf dem Schiff verhalten haben, was da wirklich passiert ist, was sie zu manchen Dingen vielleicht auch getrieben hat. Und Dan Simmons packt da eben allerlei Fantasie hinein, um uns eine Variante, das was hätte passieren können, wenn, sozusagen ein. Denn man weiß, dass diese Expedition gescheitert ist. Man kann sich über diese beiden Schiffe einiges durchlesen im Internet. Und Dan Simmons schafft eben einfach, dieses Historische mit ganz viel Fantasie zum Leben zu erwecken. Und ich finde, es passt perfekt in den Winter, denn es ist hier drin ständig kalt, es ist da drin ständig voller Schnee, voller Eis, voller Kälte und noch mehr Kälte und es ist unglaublich kalt und es ist düster und es gibt auch ein bisschen was Gruseliges und was sehr
Fantasielastiges, wo ich noch sehr gespannt bin, was das ist, wie das endet. Und man merkt eben den Menschen, diesen Männern an, dass sie eigentlich geprägt sind von dem Status, den ein jeder hat auf dem Schiff. Und wie aber eben nach einer gewissen Zeit bei Hunger und Kälte und noch mehr Kälte und wieder einfach auch Masken fallen, wie sich Menschen eben einfach verhalten würden, wenn sie ja vielleicht sogar merken, ich komme hier aus der Sache nicht mehr lebend raus. Und es ist einfach, es reißt einen mit, es ist unglaublich spannend, es hat so manche Länge ist das falsche Wort. Es greift manchmal sehr lange so ein bisschen Gefühlslagen und sowas auf, was ich aber persönlich gar nicht schlecht finde, weil ich das gerne mag, mich da so einen Moment reinzuruhen und das einfach so einen Moment mitzunehmen. Und dementsprechend ist es eigentlich keine Länge, sondern so ein Verschnaufen vielleicht. Und auch das gemeinsame Lesen in der Lesegruppe macht wieder großen Spaß. Der Austausch ist dort sehr rege, auch wenn, glaube ich, manche so ein bisschen nachhinken, was ich aber nicht schlimm finde, weil ne, muss da sich ja keiner Stress machen. Ja, auf jeden Fall bis jetzt sehr, sehr spannend und ich persönlich fand es jetzt sogar gut, wie ich was zum Aufholen hatte, dass ich einfach mal 3 Leseabschnitte mit so um die 160 Seiten am Stück weglesen konnte, weil man sich dann einfach in diese Geschichte so richtig fallen lassen kann. Und es ist manchmal sogar sehr gemein gewesen, wie ich das eingeteilt habe, als hätte ich es gewusst, dass so mancher Leseabschnitt mit einem ganz gemeinen Cliffhanger geendet hat und das war ja keine Absicht. Ja, auch das kommt noch dazu. Also spannend, packend und es ist einfach kalt. Man kann es nicht anders ausdrücken und man sehnt sich, wenn man das zuklappt, dann danach, oh, wer kuschelt ein bisschen mit mir? Also, und man weiß halt auch nicht, wie man selbst reagieren würde oder hätte, wenn man auf diesem Schiff gewesen wäre oder auf eins der beiden Schiffe, weil oh, ich glaube, vielleicht wäre ich einfach in den Schnee gelaufen und hätte mich, ich weiß nicht, ist Erfrieren schneller und unbewusster Tod, schaltet das Hirn vor den Schmerzen aus. Ich weiß nicht, vielleicht ist jemand da, der das weiß, der kann mir das gerne mal in die Kommentare packen. Ja, freue ich mich auf jeden Fall aufs Weiterlesen und dass wir da jetzt noch eine Woche dran lesen, freue ich mich wirklich sehr drüber. Gelesen habe ich in dieser Woche und auch schon in der Woche davor auch sehr rege in der Happy Way. Ihr kennt mich, ich lese diese Mind-Magazine unglaublich gerne und auch hier ging es um die Gelassenheit, was ich wirklich ganz, ganz toll fand. Und es sind einige Dinge drin zum Reinschreiben, zum Ausschneiden. Es sind wunderbare Lesezeichen zum Basteln drin. Und es ist hinten drin eine Geschichte, die mir unglaublich gefallen hat, leichter werden. Und so fand ich unglaublich toll. Und zwar ist das ein junger Mann, der ist sehr erfolgreich und ist Chef seiner, und sein Chef ist sehr zufrieden und er macht eine Woche Urlaub und trifft dort in diesem Weltklasse-Fitness-Spa-Hotel in Mexiko einen Fischer und der Fischer ist immer Mittag schon fertig und da fragt ihn halt Mark, hey, wenn du nur bis Mittag arbeitest, was machst du denn den ganzen Tag? Und der Fischer erzählt ihm so wunderbar, ja, ich verbringe Zeit mit meiner Frau, meinen Kindern, meiner Familie, ich musiziere, ich liege auch einfach mal am Strand und mache nichts. Und dann erzählt ihm Mark, der erfolgreiche Geschäftsmensch, hey, wenn du aber deine Zeit verdoppeln würdest, doppelt so viel Fisch, dann das irgendwie ganz groß aufziehst und dann irgendwie eine Kette hättest und eine Flotte und keine Ahnung, könntest du dich in 20 Jahren zur Ruhe setzen? Ich weiß, ja genau, ungefähr vielleicht in 15 Jahren, dann könntest du einen Laden in L.A. haben und hättest da Millionen. Und dann fragt der Fischer, ja, was mache ich denn dann mit deinen Millionen? Entschuldigt, und dann erzählt halt der erfolgreiche Geschäftsmann, hey, dann kannst du wunderbar ab nachmittags zusammen Zeit mit deiner Familie verbringen. Du kannst musizieren und am Strand liegen und das Leben genießen. Ja, ich fand diese Quintessenz so gut. Und ja, ich fand die einfach klasse, weil ich glaube, dass wir wirklich in der westlichen Welt sehr dazu neigen, in jungen Jahren uns auszupowern, weil wir denken, ja, irgendwann kommt die Zeit, wo wir uns ausruhen können und gelassen werden können, weil dann haben wir ja was getan. Aber ich glaube, der richtige Weg ist, vielleicht das schon immer zu machen.
Aber ja, fand ich auf jeden Fall cool, diese Geschichte. Und das ist das große Thema. Dann der nächsten Happy Way leichter werden. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also ich habe die auch direkt in mein Bullet Journal eingetragen, wenn die rauskommt, weil ich die auf keinen Fall verpassen möchte. Und auch die mit der Gelassenheit hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gebracht. Und dann habe ich auch, ja, Game of Thrones zu Ende diese Woche geguckt, die sechste Staffel. Und ich fand wirklich, dass die sechste Staffel es total in sich hatte, total geniale Momente hatte, viel traurige Momente hatte und mich einfach wieder in den Bann gezogen hat. Ich fand ja die fünfte Staffel tatsächlich ein bisschen langweiliger, was vielleicht auch erklärt, weil das vierte Buch unglaublich langweilig war. Und habe aber jetzt mit der sechsten Staffel zum zweiten Mal gucken wieder echte Lust auf diese Welt bekommen und ich glaube, dass der fünfte Band nicht mehr lange ungelesen in meinem Regal stehen wird. Ja, jetzt heißt es ja bis Sommer warten, bis dann die siebte Staffel kommt. Ich fand jetzt aber die sechste Staffel wirklich großartig, hat viel Spaß gemacht. Es gibt so einige Aha- und Wow-Momente und eben auch Momente, wo man total zerstört am Ende da sitzt und mit seiner Welt gar nicht mehr weiß, wohin. Und es ist tatsächlich für mich auch eine der intensivsten Staffeln. Ja, zusammen vielleicht mit Staffel 4, die mich unglaublich und langfristig immer in meinen Träumen besucht. Also ich bin ja ein sehr, sehr traumlastiger Mensch. Ich träume sehr intensiv, ich träume sehr viel und auch sehr bewusst. Und ja, Staffel 6 und Gegebenheiten, Geschehnisse verfolgen mich unglaublich in die Träume. Also ich sage da nur mal Ramsay Bolton, der manchen vielleicht ein Begriff ist, der, wenn neben einem auf dem Bett sitzt, da wacht man dann wirklich schreiend auf, finde ich. Ja, also das sind für mich so Momente, wo ich denke, Gott, Gott, Steffi, wach nur wieder auf. Und danach denkt man sich, Gott sei Dank, war es nur ein Traum. Aber es gibt natürlich auch schöne Momente. Ja, also ganz, ganz tolle Staffel mit so mancher, auch Unlogik finde ich tatsächlich. So beim zweiten Mal dachte ich bei manchen, wie erklären die uns das mal? Aber das werden wir auf jeden Fall sehen. Ja, serientechnisch, mit was wird es weitergehen? Oh, die habe ich jetzt natürlich im Regal schon stehen. Ja, ich habe Leftovers, die erste Staffel, geschenkt bekommen. Ich glaube, das wird jetzt so die Serie sein, die ich in den nächsten 2 Wochen mir mal so ein bisschen ansehen werde. Groß auf der Serienliste steht auch Downton Abbey, wo mir irgendwie gefühlt jeder zurzeit vorschwärmt. Da muss ich jetzt einfach mal gucken, dass ich mir Staffel 1 und vielleicht Staffel 2 auch gebraucht irgendwo hole. Und ich habe so manchen Gutschein bekommen, Weihnachten, Geburtstag. Da werde ich auf jeden Fall mal gucken, dass ich mir das mit besorge. Und dann startet ab 2. Februar Westworld, wo Phil sagt, das ist besser als Game of Thrones. Das läuft dann auf Sky Atlantic, ich glaube 21 Uhr. Und da möchte ich auf jeden Fall auch mal reingucken. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt, sehr neugierig. Und ja, habe mir da schon groß im Kalender notiert, dass ich an den Tag dran denke, dass ich da ja mal auf Sky Atlantic muss. Also ja, das so serientechnisch wahrscheinlich jetzt dieses Jahr. Und ich glaube, mit Downton Abbey ist man auch gut und lange beschäftigt. Und da freue ich mich auch wirklich sehr drauf. Also ja, es sind so 3 Serien, die jetzt auf der To-Watch-Liste stehen und auf die ich mich wirklich sehr, sehr freue. Dann war ich diese Woche auch noch im Kino. Ich habe mir Passengers angeguckt. Der neue Film mit Jennifer Lawrence ist ja so ein bisschen Sci-Fi. Wir sind im Weltraum auf einem Raumschiff. Meine Güte. Auf einem Raumschiff und dieses Raumschiff ist 120 Jahre unterwegs zu einem anderen Planeten, um diesen eben zu bevölkern, um da im Grunde dann auch einfach eine neue einen neuen Lebensraum zu schaffen. Und wir treffen auf Jim Preston, wenn ich mich nicht irre. Und ja, der wacht auf und denkt eigentlich, alles ist soweit in Ordnung, merkt aber recht schnell, dass er der Einzige auf diesem Schiff ist, der auf ist und stellt dann fest, huch, ich bin 80 Jahre zu früh aufgewacht oder 88 Jahre zu früh aufgewacht und ich bin erst 30 Jahre gereist und ich hänge jetzt mein ganzes Leben lang auf diesem Schiff fest, weil irgendwie klappt das mit dem Einschlafen nicht nochmal. Anfangs findet er das auch noch sehr cool und unternimmt allerlei auf diesem Schiff und wir erleben dieses Schiff auch wirklich, was ich sehr cool gemacht fand. Also ich mochte diese Atmosphäre auf dem Schiff, wie das dargestellt wurde, wirklich sehr, sehr gern. Das fand ich echt großartige Science Fiction und ich mag es auch und habe das auch wieder gemerkt, wenn man so den Fokus auf ein oder zwei Menschen hat in der Geschichte, in dem Film, wie auch bei Marciana, wie auch bei Interstellar, wie auch
na, wie hieß das, Gravity, finde ich das wirklich großartig, wenn man eben so das Augenmerk, wenn einer oder zwei eben die ganze Geschichte erzählen können, finde ich das großartig gemacht. Und ja, dann passiert es eben, dass der Charakter von Jennifer Lawrence, Aurora, erwacht. Wie und was und warum, verrate ich nicht, weil ich finde, das geht gar nicht aus dem Trailer hervor und hat mich total überrascht dann im Film. Dementsprechend erzähle ich das nicht. Und ja, beide verbringen doch recht schöne Tage zusammen auf diesem Schiff und sie fangen auch so ein bisschen an, sich zu verlieben, stellen aber doch recht schnell fest, dass irgendwas auf diesem Schiff einfach nicht stimmt. Und ja, dass es da vielleicht noch irgendwelche Konsequenzen geben könnte, was da gerade so auf dem Schiff los ist. Und dann müssen sie nicht nur ihr Leben retten, sondern das eben von den 5000 anderen Passagieren auf dem Raumschiff auch. Die Atmosphäre war sehr gelungen. Ich mochte diese Idee, ich mochte, wie das dargestellt wurde und ich mag es wirklich, wenn der Fokus auf ein, zwei Leute gelegt ist und die alles mit ihrer schauspielerischen Leistung herausreißen. Und Jennifer Lawrence kann einfach schauspielern, davon bin ich absolut überzeugt. Und sie hat das in Aurora wirklich grandios gemacht. Durch die andere Haarfarbe, die andere Haarlänge hat man auch nicht das Gefühl, dass da Katniss Everdeen vor einem steht, überhaupt nicht. Ich finde, sie ist viel erwachsener geworden. Sie verhält sich auch ganz anders als Katniss aus Tribute von Panem, wer sich da irgendwie Gedanken gemacht hat. Ich finde, es hat Jennifer Lawrence durch die Haarfarbe und auch Länge immer schon sehr gut trennen können. Auch bei Silver Linings, Lingings, wie auch immer wir den nennen wollen, fand ich das sehr, sehr gut. Ich mochte wirklich sehr, wie das so dargestellt wurde. Es gab so die ein oder andere Unlogik, was ich ein bisschen schade fand, denn ich glaube einfach nicht, dass man ein Schiff ohne Führung sozusagen durch den Weltraum jagt. Und selbst wenn jetzt jeder sagt, hey, die reisen 130 Jahre, wie soll denn das gehen? Hätte man das ja etappenweise machen können. Also, dass der Erste, der da mit seiner Crew losfliegt, das halt 40 Jahre macht, den Nächsten aufweckt und 40 Jahre später die nächste Crew, also in so Schichten. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man ein Schiff mit 5000 Leuten einfach so unbemannt durchs Weltraum fliegen lässt. Das fand ich total unrealistisch und unlogisch. Es ist halt Science Fiction, da kann man jetzt drüber streiten, wie weit ist das überhaupt mit der Logik. Aber das fand ich tatsächlich, wo ich dachte, naja, Und es gab dann eben auch noch so einen Punkt, etwas sehr Verwerfliches, wie ich fand, über das dann einfach drüber hinweggegangen wurde. Vielleicht jeder, der den Film gesehen hat, kann ahnen, was ich jetzt so denke oder wer ihn noch sieht. Das fand ich tatsächlich so ein bisschen, wo ich dachte, okay, wir ignorieren das, was der jetzt gerade alles falsch gemacht hat und es ist alles gut. Ich fand das persönlich sehr kritisch, da nicht weiter drauf einzugehen, beziehungsweise dann zu einem späteren Zeitpunkt der Geschichte nicht mehr drauf einzugehen. Und man hat es dann einfach irgendwie ignoriert, als hätte man es vergessen. Und das finde ich tatsächlich so ein bisschen, okay, also das fand ich sehr gruselig. Nicht der Gruselfaktor im Sinne von Gespenstern, aber so dieses, wir ignorieren einfach, was da eine halbe Stunde vorher passiert ist. Und da dachte ich schon, ui, also das fand ich ein bisschen grenzwertig. Aber sonst hat mich der Film ein bisschen was über 2 Stunden sehr, sehr gut unterhalten. Es hat echt Spaß gemacht, ihn zu sehen, weil ich eben auch einfach diese Atmosphäre auf dem Schiff toll fand. Und auch dann wiederum die Message am Ende und ja, ich dann tatsächlich mit Gänsehaut aus diesem Film raus bin, fand ich wirklich großartig. Hat mir gut gefallen. Man kann ihn sich anschauen, wenn man Science Fiction mag, nichts gegen so eine leichte Liebesgeschichte dabei hat, ein bisschen Action möchte und wirklich auch so ein bisschen, ja, so dieses, was uns Menschen halt ausmacht, dann einfach auch gerne mal in Filmform sieht. Also das finde ich, ist ja bei solchen Geschichten oftmals wirklich interessant und spannend und macht halt wirklich einen Spaß. Und ja, Film war gut. Jetzt freue ich mich auf Bob der Streuner, auch The Great Wall mit Matt Damon und der großen chinesischen Mauer ist nun endlich in den Kinos. Mal gucken, wann ich dazu komme, den anzugucken. Und ja, und auch La La Land kommt jetzt demnächst. Hat ja schon einiges an Golden Globes bekommen und ich glaube, dass da auch einige Oscars kommen. Das ist ja so eine Art Musical und klingt mega spannend. Also habe ich auch auf meiner To-Watch-Liste, was ich ja dieses Jahr so ein bisschen meinem Bullet Journal pflege, weil ich wirklich sage, ich habe letztes Jahr irgendwie einige coole Filme verpasst und das soll mir dieses Jahr nicht passieren. Und ja, das war so im Groben meine Woche. Ist doch allerlei zusammengekommen, meine Urlaubswoche. Ich habe natürlich auch viel gegammelt, viel entspannt. Ich habe mit Freunden telefoniert, mit Freunden
gequatscht, auch getroffen. Ich hatte zwei Hangouts diese Woche, einmal mit der lieben Adriana auf meinem Kanal und mittwochs waren wir bei Thorsten, unser Kingsianer Hangout, was wieder super lustig war. Ich packe alle beide Hangouts natürlich mal in die Infobox, wer sie noch nicht gesehen hat. Nehmt euch Zeit, nehmt euch eine Kanne Tee und genießt dann das oder das Abendprogramm, je nachdem, wann ihr es gucken wollt. Gerne auch etappenweise, habe ich auch nichts gegen, bei über 3 Stunden. Aber ja, manche wundern sich vielleicht, wie man das so hinbekommt im Nachgang, aber während eines Hangouts kommt es einem einfach nicht so vor. Man kommt vom einen Thema ins nächste, ins nächste, ins nächste und es sind dann eben einfach Abende mit Freunden und man hat einfach Spaß zusammen und ja, freue ich mich sehr. Und schon so eine kleine Ankündigung, am 24. gibt es auf meinem Kanal das nächste Autoren-Interview-Hangout mit der lieben Julia und dem lieben Horst Drosten. Freue ich mich jetzt schon sehr. Dazu gibt es aber auf jeden Fall noch ein paar mehr Infos und Ankündigungsbilder und sowas in der nächsten Woche. Und für alle die, die sich es aber schon im Kalender anstreichen wollen, am 24. ist es dann wieder soweit. Und jetzt gucke ich mich gerade mal um. Ich glaube, ich habe alles erzählt. War jetzt, glaube ich, auch ein unglaublich langes Video, aber bei 4 Büchern und einem Film und Serie muss es ein bisschen länger dauern. Ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß mit meiner Bücherwoche. Habt dann auch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Kommt gut in die neue Woche. Habt noch einen genussvollen Sonntag. Entspannt schön und ich genieße den Schnee. Und wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns natürlich beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss, eure Steffi.